Ja, was kann lösungsorientierter Journalismus erreichen in den Medien? Ich glaube, dass das sogar ein Geschäftsmodell sein kann, konstruktiver Journalismus. Es gibt einige Magazine beispielsweise, ich will keine Schleichwerbung machen, aber Brand 1 oder Enorm oder auch ein christliches Monatsmagazin wie Chrismon, die dieses lösungsorientierte explizit ja auch auf ihre Fahnen geschrieben haben. Und unser eigenes Projekt oder unsere eigenen Projekte, Life Counts, Peace Counts, Culture Counts, die wir seit 12 Jahren machen als gemeinnützige Stiftung, haben eigentlich sehr gut gezeigt, dass das Publikum geradezu dürstet nach einem Journalismus, der die Probleme benennt, aber eben auch sein Erkenntnisinteresse darauf richtet, welche Lösungen gibt es denn, wer arbeitet daran, was tut die Zivilgesellschaft, dass man einfach als Gemeinwesen, als demokratisches Gemeinwesen auch gerne wüsste, nicht nur, wo sind die Missstände, wo ist das Versagen, wo ist das Misslingen, sondern auch, welches Potenzial haben wir denn, um unsere Zukunft zu gestalten. Da ist eindeutig ein Bedarf da und das können wir einfach aufgrund der Abdruckzahlen, die wir haben, zum Beispiel mit Peace Counts, wo wir über konkrete Friedensarbeit in Konfliktregionen berichtet haben, jetzt seit 12 Jahren aus 44 Ländern, haben wir sehr viel veröffentlichen können in den großen Mainstream-Medien, weil die Menschen eben nicht nur wissen möchten, wo gerade Krieg ist und sich die Menschen gegenseitig die Köpfe einschlagen, sondern auch mit welchen Methoden eigentlich ganz konkret Friedensmacher on the ground vor Ort arbeiten. Also für mich ist konstruktiver Journalismus kein Dogma und keine gängige Praxis insofern, dass ich sage, das ist jetzt das ist der neue Ansatz, das ist jetzt die Sau, die durchs Dorf getrieben wird, sondern für mich ist konstruktiver Journalismus eine notwendige Ergänzung zu den anderen Erkenntnisinteressen, die wir haben. Natürlich brauchen wir investigativen Journalismus, der zeigt, wo Misslingen ist, wo Missbrauch ist, wo Machtmissbrauch ist. Aber gleichzeitig brauchen wir konstruktiven Journalismus als ergänzendes Element. Das heißt, wenn dieses ergänzende Element stärker vorhanden wäre, dann vermute ich einfach, dass Menschen besser informiert wären, wie ich schon sagte, über das Potenzial ihrer eigenen Gesellschaft, das Potenzial der Zivilgesellschaft, aber auch das Potenzial jedes einzelnen Menschen, etwas zu verändern, etwas auf den Weg zu bringen, also diese Selbstwirksamkeit, dass die stärker in den Mittelpunkt gerückt würde. Und nun, ihr heißt Mutmacherei. Mut machen ist letztlich ein Nebeneffekt dessen, was wir eigentlich tun. Es ist nicht unser Ziel, dass wir mit diesem Journalismus, den wir betreiben, Mut machen wollen, aber es ist ein sehr erwünschter Nebeneffekt. Und ich glaube, dass mehr Mut da wäre, sich selber einzumischen, sich auf den Weg zu machen und etwas anzupacken. Und das kann unsere Gesellschaft, ich glaube, das kann ich für Österreich und Deutschland sagen, sehr gut gebrauchen. Es braucht eine innere Haltung, auch in der Zivilgesellschaft, auf die Journalisten zuzugehen, mit guten Geschichten. Also was es eben auch braucht, ist die Fähigkeit zum Storytelling. Wenn ich jetzt an Organisationen denke, die sich sozial engagieren oder eben auch an Unternehmen denke, dass man keine Scheu davor hat, seine Beispielsgeschichte, seine vielleicht kleine Geschichte angesichts eines großen Problems tatsächlich zu erzählen und damit sozusagen den Journalisten, die oder Journalistinnen, die daran Interesse haben, an konstruktiven Journalismus, denen auch zuzuarbeiten. Also es braucht diese Bewegung von beiden Seiten, um da diesen lösungsorientierten Journalismus zu kultivieren, so würde ich sagen. Ich bin eben nicht nur Journalist, sondern also ich bin vor allen Dingen kein Journalist, der daran glaubt, an diesem Spruch, den ihr vielleicht schon mal gehört habt von einem berühmten deutschen Fernsehjournalisten, wenn man sagt, ein guter Journalist macht sich mit keiner Sache gemein, auch nicht mit einer guten. Das haben viele Journalisten als Anlass genommen und zu sagen, ja, Bericht erstatten, ja, aber für soziale Veränderungen, da darf ich mich nicht engagieren. Und ich sehe das nicht so. Wir haben verschiedene
ich habe eine Stiftung gegründet, wir haben eine gemeinnützige GmbH gegründet und einen Verein auch gegründet. Und ich finde, dass Journalisten sich sehr wohl einmischen können. Das heißt nicht, dass sie in ihrer Berichterstattung anfangen, dann einseitig zu werden oder parteiisch zu werden oder PR zu machen, also auch für sogenannte gute Projekte. Also das vielleicht noch als Hintergrundinformation. Wir machen keine PR für irgendwelche Friedensprojekte, sondern lösungsorientierter Journalismus ist ein sehr, sehr kritischer, unabhängiger Journalismus, der wirklich prüft, ob das eine Lösung ist, ob das eine Best Practice ist oder ob das ein Fake ist. Also wenn wir da irgendwie eine Fake-Lösung propagieren würden und es stellt sich dann heraus, dass da nichts dran ist, dann wäre unsere Reputation erledigt. Das heißt, also dieses genaue Hingucken, das übersehen viele, die sagen, wir brauchen mehr positive Nachrichten.